Klagenfurt, die EM-Stadt der kurzen Wege. Alles, was interessant und sehenswürdig ist, liegt nicht mehr als 2 Kilometer entfernt vom EM-Stadion. Dies gilt vor allem für die Public-Viewing-Zonen, in denen die Fans hautnah dabei sein können, trotz fehlender Eintrittskarten. An der Messe können bis zu 20.000 Zuschauer die Spiele verfolgen. Zusätzlich gibt es hier im Fancamp Übernachtungsmöglichkeiten für 25 Euro. Noch in Arbeit, aber rechtzeitig zum Juni fertig, ist der neue Platz mitten im Herzen Klagenfurts. 28.000 Fans sind hier willkommen in der offiziellen UEFA-Zone. Zusätzlich können die Fußballbegeisterten im Europapark EM-Feeling erleben, direkt am Südufer des Wörthersees. Zwischen den Partien bietet Klagenfurt ein besonderes Ambiente an und um den alten Platz herum in der Altstadt. Ein Highlight ist die Ess- und Bierkneipe Pumpe, in dem ein herzlicher, aber rauer Ton vorherrscht. Grüß Gott, bitte. Ich hätte gern so ein kleines, leckeres Bierchen. Wir sind hier beim Pumpe, nicht auf dem Kindergeburtstag. Trinken Sie gleich ein großes. Ja, dann bringen Sie mir ein leckeres, großes Bier. Ja, so ist das hier beim Pumpe. Gute Hausmannskost zu zivilen Preisen. Rainer Kallmund entscheidet sich für eine der Spezialitäten, dem Gulasch. Hier ist der Christian von der Pumpe, das ist dieses Innenlokal in Klagenfurt. Der Gulasch ist sensationell, auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Christian, sind die Preise bei der EM genauso? Hier sind 4, 6 Euro. Jawohl, bei der EM sind die Preise genau gleich. Kocek, ich komme vorbei. Ich bitte darum. Aber doch stimmt, ne? Jawohl. Alles klar. Ebenfalls zu den kulinarischen Höhepunkten zählt das Augustin mit einem besonderen Bier. Wir sind hier beim Augustin und die echte Spezialität ist hier, die brauen ihr Bier noch selber. Das nennt sie auch Hausbier. Es ist ein bisschen dunkler, aber es schmeckt richtig lecker. Gemütliche Atmosphäre, in der die Bierlaune schnell ansteigt. Dazu eine Speisekarte mit ebenfalls moderaten Preisen. Ja, ich habe mir hier so einen ofenfrischen Schweinebraten ausgesucht mit 2 Klößen, frischen Krautsalat, eine Riesenportion für 7,80 Euro. Da werde selbst ich ganz bequem satt. Schmeckt lecker. Die Region um Klagenfurt ist auch sehr beliebt bei Campern. Schöne Plätze an den Seen um Klagenfurt herum, wie hier am Ossiacher See. Und alle bieten sie gute Preise und viel Unterhaltung während der Europameisterschaft. Rainer Kallmund hat es für uns getestet. Zuallererst, wir erwarten den deutschen Fan und freuen uns vor allem auf die deutschen Fußballgäste. Und wir haben wirklich gute Pakete für unsere Gäste. Wir haben ganz normale Preise. Wir haben keine Zuschläge für die EM. Sie haben unsere Gäste die Möglichkeit, in 2 Minuten zu Fuß zu einem ganz tollen Public Viewing zu kommen, wo sie ein Bierchen trinken können, kein Auto brauchen und die Spiele live erleben können. Was Preis hier, hier gefällt es mir schon. Ja, hier wäre es schon schön. Nicht nur Ihnen. Ja. Also hier wäre zum Beispiel ein schöner Platz für 2 Personen, ein Auto, ein Stellplatz 1960. Der wunderschöne Farkersee heißt eigentlich Camping pur. Hier hat unser Präsident Theo Zwanziger als junger Kerl immer Urlaub mit dem Zelt gemacht, ist hier in den See reingesprungen. Und das Schöne am Farkersee oder hier auch an diesem Zeltplatz ist auf der einen Seite Idylle am See und ein paar Meter weiter Remi Demi im Public Viewing. Also eine tolle Kombination. Und hier am Campingplatz Arnolds am Farkersee, da geht abends beim Public Viewing die Luzi ab. Da tanzt der Bär, da brennt die Luft und ich kann nur sagen, fantastisch ist hier. Auch die Kleinen üben schon für die Euro 2008. Und in Österreich steht das deutsche Team hoch im Kurs. Maxi kennt auch schon die Finalpaarung und natürlich seinen Lieblingsspieler. Deutschland gegen Italien! Wer hat noch einen Lieblingsspieler?
Michael Ballack.